Beim Thema Nachhaltigkeit im Alltag denken wir an ganz unterschiedliche Bereiche. Zum Beispiel, dass wir Verpackungsmüll am besten vermeiden sollten. Oder aber, dass wir generell weniger Müll produzieren und den dann auch noch richtig recyceln. Nachhaltig zu leben bedeutet aber auch, in den eigenen vier Wänden auf energiesparende Beleuchtung zu achten. Und wenn dann die alten Lampen nicht mehr leuchten, dann sollte man sie auch bei einer Sammelstelle entsorgen. Und zwar ressourcenschonend. Wir haben in Deutschland 50.000 Fußballplätze. Wenn wir nun alle Lampen, die jährlich recycelt werden, hier so an der Außenlinie aneinander reihen würden, dann bräuchten wir dafür sogar doppelt so viele Fußballplätze, knapp 100.000. Lampen zu recyceln ist ein wichtiger Beitrag zum Ressourcenschutz. Und wie das geht, das zeige ich jetzt mal. Funktioniert übrigens ganz einfach. Also bitte auf sammelstellensuche.de gehen und die Postleitzahl oder den Ort eingeben und die nächste Sammelstelle in der Nähe suchen. Das kann der Handel sein, so wie hier, oder aber auch ein Wertstoffhof. Dann die alten LED- oder Energiesparlampen einpacken, zur Sammelstelle gehen, so wie hier, und in diese Sammelbox legen. Das ist ressourcenschonend, denn 90% aller Bestandteile der Lampen können wiederverwertet werden. Zeigt also Teamgeist und schützt die Ressourcen dieser Welt durch Lichtrecycling. Ich fange schon mal damit an.